Hey Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Die Formel 1 dieses Wochenende in Silverstone, der große Preis von Großbritannien, steht an. Es ist der Heim Grand Prix für Lewis Hamilton. Max und Red Bull machen ihm aber gerade so ein bisschen Strich durch die Rechnung. Dementsprechend freue ich mich wirklich auf das Formel 1 Wochenende und habe beim Partner Sky Ticket dementsprechend eine Runde für euch abgefüllt auf dem Simulator in Silverstone mit meinem 4 Formel 3 vom letzten Jahr. Wenn ihr die ganze Saison bei der Formel 1 dabei sein wollt, dann schaut mal auf den Link in meiner Beschreibung. Dort gibt es ein gutes Angebot, wie das mit Sky Ticket so funktioniert. Los geht's mit einer Runde in Silverstone. Als erstes folgen zwei relativ schnelle Kurven, Vollgaskurven im sechsten Gang. Rechts, links, sind eigentlich keine wirklichen Kurven, um ehrlich zu sein. Dann die erste Bremskurve, kommst im sechsten Gang an, schaltest im zweiten Gang runter. Apex ist relativ wichtig, man sollte sich aber nicht nach ganz links raustragen lassen, um dann die nächste Kurve zu bekommen, auch im zweiten Gang. Da ist Exit relativ wichtig. Sollte man Speed mit auf die Geraden nehmen, ist auch eine DRS-Zone. Und dann kommt eine relativ technische Kombination, sage ich mal. Wir haben hier den Bremspunkt bei ca. 75 Meter, schalten im dritten Gang runter, versuchen wirklich den gesamten Curb innen links mitzunehmen. Dann im zweiten Gang für die Rechtskurve, ist eigentlich, sage ich mal, so eine Double-Apex-Kurve, versuchen alles am Ausgang mitzunehmen. Dann fahren wir auf eine Vollgas-Rechtskurve zu. In Formel 3 ist die im Quali voll, sonst am Limit. Im sechsten Gang bin ein bisschen weit draußen bei den Track Limits, aber mal was soll's. Dann Mackets und Beckets, die bekannte Kurvenkombination. Kommst im sechsten Gang an, schaltest im fünften Gang runter. Zwischendrin für den letzten Knick, für den Rechtsknick im vierten Gang. Und ja, auch hier ist der Exit extrem wichtig. Wir haben hier wieder eine DRS-Zone, eine relativ lange Gerade. Dann kommen wir auf eine Rechtskurve zu. Kommst im sechsten Gang an, schaltest bei ca. 65 Meter. In vierten Gang runter, ist in der Formel 1 extrem schnell mit der Aerodynamik. Auch hier werden Track Limits kontrolliert. Und dann sind wir schon bei der letzten Kurvenkombination, bei der Schikane. Und zwar ist die einfach im zweiten Gang. Einfach wirklich versuchen, die gesamten Curbs innen mitzunehmen und auch außen. Und einen guten Exit zu haben, um dann Pole zu sein in Silverstone. Das war meine Runde in Silverstone. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr Lust habt, die gesamte restliche Formel 1-Saison live dabei zu sein, dann klickt jetzt auf den Link in meiner Beschreibung. Dort werdet ihr zum Supersport-Ticket von Sky Ticket weitergeleitet. Einfach anklicken, buchen und schon kann es losgehen mit dem Race Weekend in Silverstone.